Ein bisschen was anderes. Ich habe vor, jetzt euch hauptsächlich übers Handy, eigentlich nur übers Handy alles zu zeigen. Ich weiß nicht genau, ob ihr was seht. Ich sehe auf jeden Fall, ich weiß nicht, ihr seht ja alle jetzt meinen Bildschirm und ich kann jetzt auch eure Kommentare auch so besser sehen. Ja. Warte kurz, Testvergleich. Ah. Ich weiß nicht, jetzt gerade im Hochformat sieht man jetzt auf dem Bildschirm hier noch nichts, aber später, ich habe euch dann vor, halt mit Brickling zu erklären, was ich mache. Und da kann ich auch aufs Querformat wechseln. Mir geht es ganz gut soweit, danke der Nachfrage. Ja, wie geht's euch allen? So. Weiß ich, nervt es, wenn da die Kommentare da unten kommen? Sieht man nur, wie viele da sind. Ah, 13 schon so bei mir. Ja, also ich hatte ja auch gemacht, also zuerst, ich hatte auch bei uns ein Problem mit dem Stream, ich hatte nicht wieder über StreamYard eingerichtet gehabt, aber ich habe mir dann überlegt, ich will Bildschirmübertragung machen und das kriege ich irgendwie übers Handy nicht mit dem StreamYard hin. Und, aber dann musste ich halt nochmal neu einrichten, ne, weil ich es dann jetzt über YouTube dann machen konnte plötzlich und da geht Bildschirmübertragung. Das ist dann auch ein bisschen chilliger für mich, da muss ich nämlich nicht meinen Schreibtisch aufräumen, das ist ein bisschen Chaos. Ja, und ich habe ja jetzt erst Livestreaming jetzt halt gemacht, weil ich bis gerade eben noch arbeiten war, ja bei Edeka. Ah, nice, dir viel Spaß beim Bauen der Ecto 1. Die habe ich auch, die muss ich auch irgendwann mal bauen. Also, mein Plan für heute ist, ich nehme eine Figur, also ihr wählt eine Figur aus, die ich schon gepostet habe auf Instagram. Da könnt ihr einfach auch gleich auch schon mal Vorschläge in die Kommentare reinschreiben. Und dann zeige ich euch, wie ich das mache, wie ich die Figuren zusammensetze. Also, ihr könnt jetzt einfach mal Vorschläge, eine Figur, die ich zuletzt gebaut habe, wo euch interessieren würde, wie ich die gebaut habe, schreiben und dann machen wir das zusammen, sozusagen Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Aber ja, überlegt einfach mal was. Und währenddessen wollte ich noch was zu sagen zu der Aktion bei JB Spielwaren. Ich weiß nicht, da habt ihr bestimmt auch auf Instagram gesehen, ja, wegen der Figur, die da gab es gerade für anstatt 100 Euro für 90 Euro das Bad Batch Shuttle. Plus ihr bekommt die Omega-Figur. Ja, und noch so ein Polybag. Ja. Das ist die Omega-Figur, aber ich weiß, die ist jetzt nicht perfekt. Aber das Problem war halt auch, dass mir 57 Figuren haben mussten. Und die Einzelteile zu bestellen, ist halt schwierig auf Bricklink. Dass die halt auch in der richtigen Stückzahl verfügbar ist. Ja, da habe ich eine Weile dran gehockt, dass es auch einigermaßen gut aussieht, dass halt noch auch erkennbar ist und so. Und dass aber die Teile auch 57 mal verfügbar waren. Das war schon ein bisschen schwierig. Also, wen soll ich dann jetzt mit euch bauen? Ich sehe ja schon Omega, Wrecker. Ah, wegen der Frage, ob ich auch Custom Bad Batch Figuren werde. Ich habe ja schon welche gebaut, aber ich weiß nicht, wenn die auf jeden Fall kommen, will ich auch nochmal Post mit denen machen. Aber die kommen ja leider erst August. Aber
vielleicht mache ich irgendwann den nächsten Mal auch Updates mit den ihren Gesichtern, weil bis jetzt habe ich nur Becca jetzt mit dem Gesicht gepostet. Ja, das ist schon ein bisschen arg überteuert. Nicht die 100 Euro für das Shuttle. Vor allem die scheiß zwei Speeder. Ach, und eigentlich das Shuttle brauche ich auch nicht. Ich will nur die coolen Figuren haben, das ist voll gemein. Am besten wäre einfach so ein Battlepack mit einfach in dem ganzen Bad Batch drin. Sehr witzig. Okay, wie ich sehe, die meisten wollen, dass ich Wrecker baue. Zeig, wie ich den gebaut habe. Also ich würde sagen, also an die, die jetzt gerade noch dazugekommen sind, ich zeige jetzt mal, wie ich eine Figur baue. Was meinst du mit der großen Maul? Du meinst Maul mit den Spinnenbeinen? Da habe ich auch eine Anleitung auf Instagram hochgeladen. Ja, also dann fangen wir mal an. Also als erstes braucht man ja ein Vergleichsbild. Aber das habe ich ja zum Glück jetzt schon. Jetzt gehen wir mal auf Instagram. Ganz chillig. Ich finde es witzig. Ich weiß nicht, Instagram kann man jetzt nicht den Bildschirm drehen, glaube ich, oder? Geht's? Nee, Instagram kann man Bildschirm nicht drehen. Aber Wrecker, hier. Ich weiß nicht, seht ihr das Bild? Das nehme ich jetzt einfach als Vergleichsbild. An die Frage, welches Set ich, wenn ich ein Set entwerfen wollen würde, welches wäre das? Eins mit viel Figuren. Auf jeden Fall. Aber wenn man was von Turtles wahrscheinlich. Weil da fehlt. Turtles fehlt mir die alte Themenreihe. Irgendwas, was es noch nicht gab, wenn. Oh, der Ultra. Boah, das wäre so geil. Ich weiß nicht, ob ihr die alte 2012 war. Okay, alt jetzt nicht richtig, aber da gab es den Ultra Krang oder Krang Prime, der war richtig krass. Den müsst ihr auch von Lego geben. Mal. Und Grüße an dich, 501. Ich hab's gerade gesehen gehabt. Brick Timers, wir können ja auch mehrere Figuren machen, aber aufhören zu spammen. Ja, okay. Wir machen jetzt zuerst Wrecker, dafür haben die meisten jetzt gerade abgestimmt. Also, erstmal hier haben wir Vergleichsbild und jetzt fange ich halt immer, ich weiß nicht, ich fange meistens mit dem kompliziertesten Teil an oder einfach von oben nach unten oder wie es mir gerade passt. Aber wir fangen jetzt mal von oben nach unten an. Aber ich weiß nicht genau. Jetzt gehe ich mal gucken. Ich benutze halt eigentlich für Figuren erstellen die Bricklink. Das ist zwar eigentlich eine, okay, das ist eine Seite, auf der sind eigentlich alle Teile, die es gibt zurzeit, okay, außer neuere Teile, sind da gelistet. Deswegen benutze ich das für meine Recherche. Querformat. Wartet mal kurz. Nein, auf was bin ich? Scheißdreck. Das wollte ich nicht. Okay, hab gerade nur meinen Bruder testen lassen, ob das auch ins Square-Format gewechselt hat. Findet, jetzt auf jeden Fall sieht man mehr. Aber jetzt, hier oben ist das Eingabefeld. Und ich weiß zwar schon, welchen Kopf ich für Wrecker benutzen werde, aber man kann es ja trotzdem eingeben. Also der hat ja einen Totenschädel vorne drauf. Mal schauen, ob es kommt. Also ist, der Nachteil ist halt bei Bricklink, man muss auf Englisch in ins Eingabefeld schreiben. Aber
Google-Übersetzer hilft, muss ich auch oft benutzen. Ich bin jetzt auch nicht so der Englisch-Typi. Also als erstes nehmen wir einmal Helmet Skull ein, also Helmet Schädel, Totenschädel. Mal schauen, ob dann der Typ kommt, den ich denke. Okay, sorry, ich werde mal die Kommentare ausschalten. Das verdeckt jetzt das. Kann man das. Warte, wenn ich in die andere Richtung drehe einfach. Okay, ich bin blöd. Vergiss das. Achterbahnfahrt. Nee, Scherz. Ich hoffe. Aber ich muss jetzt die Kommentare ausschalten, sonst. Lass mich einfach mal kurz reden und erklären, aber die Kommentare kann ich jetzt nicht lesen. Aber ich mach kurz das Tablet an, dann sehe ich eure Kommentare wieder. Also ich kann euch in so 5 Minuten antworten oder so. Ja, ich bin übel der Livestream-Gott. Da hast du vollkommen recht. Ich kann halt gar nichts. Aber jetzt, ich kann auch darauf nochmal kurz eingehen. Also, ich versuche jetzt vielleicht regelmäßiger Streams zu machen, wenn ich jetzt irgendwas am Handy mal was habe, was ich euch zeigen kann. Weil, Dings, mein Schreibtisch aufräumen ist mir immer zu anstrengend. Darauf habe ich keinen Bock. Und ihr merkt es ja auch, ich lade nicht mehr so oft Videos hoch, beziehungsweise habe in letzter Zeit keine hochgeladen. Es liegt einfach daran, ich habe keine Zeit. Ich würde zwar gern, aber es geht halt nicht. Ich habe halt zu viel zu tun mit Instagram und der Arbeit und so. Ich weiß, mimimi. So ist es aber halt. Ich hab's gleich. Habe ich jetzt ausgeschaltet oder nicht? Nö, ja, okay. Jetzt seht ihr es ja, das Dumme. Ich hab nur mein Handy. Mein Handy ist mein All und alles. Deswegen. Ich, ja. Was ist denn da gerade? Ich bin 20. Ich weiß, ich höre mich an wie 15 oder so. Aber ja, so ist es halt. Und wenn ihr mich sehen würdet, würdet ihr auch denken, ich bin nicht 20. Kann ich auf meinen eigenen Livestream gehen? Ich probiere jetzt gerade übers Tablet irgendwie auf meinen eigenen Livestream zu gehen, obwohl ich bei mir einem selber gerade einen Livestream mache. Ich schaue, ob das geht. Oh, es geht. Scheiße, weh. Oh, ja, das wäre richtig cool, wenn wieder X-Men-Sets kommen würden. Ich mag X-Men auch. So, jetzt sehe ich eure Kommentare auch. Ich fand auch die alten X-Men-Sets voll gut. Mit, oh, das eine Set mit Storm ist richtig krass, weil die Storm-Figur und der, wer war noch drin? Cyclops. Die sind auch voll cool aus dem Set. Also, ich schalte jetzt hier auf dem Bildschirm die Kommentare aus. Ich sehe jetzt aber eure Kommentare. Ich hasse es. Jetzt geh doch. Okay, hab's hinbekommen. Nein, das will ich nicht. Okay. Ja, lacht mich aus, ich bin dumm. Ich habe die X-Men-Sets auch verpasst, leider. Da habe ich damals noch nicht richtig Lego gesammelt. Ja, ich habe Bad Batch schon geguckt, die Folge von Dienstag und die heutige Folge. Wenn, kann ich später auf die Folge von Dienstag eingehen, aber nicht auf die Folge von heute, falls jemand nicht gespoilert werden will. Ja, jetzt komme ich zu der Figur. Also, ich habe jetzt eingegeben, Helmet Skull. Und dann kommt hier gibt es Overview, Part und Minifig. Hier seht ihr halt alles und
bei Part seht ihr. So, ich zeig gerade einfach drauf und niemand sieht's. Auf Part seht ihr die Teile. Sorry, mein Handy lädt wenigstens. Und auf Minifig halt die Figuren, die darauf auf die Beschreibung. Ach, egal. Dann geht's eben auch mal auf Part. Blablabla. So. Coole Schädel. Guck hier. Dann seht ihr, das ist der Helm, den ich genommen habe. Das ist nämlich auch der einzige Gescheide, den es hier so gibt, wirklich. Und ich finde, das sieht schon ziemlich realistisch aus zu einem Wrecker. Weil der halt auch so eine Totenschädel-Bedruckung der ist. Das Wichtige ist ja auch, dass man die Teile hat. Aber zum Glück das Set damals gekauft gehabt, in der da drin ist. Aus dem Grund, weil ich das Gesicht von der Figur haben wollte. Ja. Aber jetzt bin ich froh, dass ich den Helm hatte. Fand ich ganz cool. So, der Helm ist aus dem Set. Ich weiß nicht, von Resistance. Die Figuren sind eigentlich ganz nett, weil der hat auch voll das coole Gesicht da. Typ, wie heißt der nochmal? Ich habe den Namen gerade vergessen. Griff Halloran heißt er. Von denen ist der Helm. Also den Helm habe ich für Wrecker genommen. So. Und jetzt gehen wir zum nächsten Punkt. Das wäre der Kopf. Außer man wollte den Kopf. Man kann auch theoretisch den Kopf einfach ganz schwarz machen, aber wir wollen ja eigentlich mit einer, halt ein richtiges Gesicht. Ja. Und eigentlich die Klone haben alle, ich würde sagen, eigentlich Medium. Also, die haben halt etwas eine dunklere Hautfarbe. Also, schau mal, wenn wir jetzt bei Brickling sind, hier oben stehen irgendwelche Sachen, die interessieren uns alles aber nicht. Bis auf hier Color Guide. Dann könnt ihr draufdrücken, wenn ihr irgendwie Probleme mit den Farben habt, weil es gibt halt Torsos in unendlich verschiedenen Farben. Und zum Beispiel. Und aber hier habt ihr eine Liste von allen möglichen Farben. Und dann könnt ihr auch euch die Hautfarbe, die passende, aussuchen. Zum Beispiel hier die Köpfe, die normalen, die haben Light Nougat. Und schau mal, hier sieht man alle Teile, die es gibt in der Farbe 1420. Dann gibt es auch Köpfe in Nougat und in Medium Nougat. Das sind so, und auch hier Reddish Brown. Das sind so die Hauptfarben, die es Köpfe gibt. Gelb zähle ich nicht, gelb mag ich nicht so, Köpfe. Ja. Und jetzt, also ich finde, die Klonköpfe, die haben hier so mehr Medium Nougat. Also auch in der Serie. Ich weiß, Lego gibt denen jetzt Nougat-Köpfe, also falls ihr euch bei den Farben nicht so auskennt. Die Bad Batch-Figuren werden alle Nougat-Köpfe haben, so wie auch die 501. Klon-Trooper, die es so halt auch schon in einem Battlepack gab. Also Battlepack Gänsefüßchen. Also, eigentlich würde ich jetzt Medium Nougat-Kopf geben. Aber jetzt probieren wir mal aus, was da so kommt. Weil das Charakteristische von Wrecker im Kopf ist halt, dass er ein blindes Auge hat. Und jetzt wollen wir mal schauen, was es da so zur Auswahl gibt. Ich schaue dann gleich. Hi Benny. Huhu. Ich bin gerade erklären, ich wollte aber gerade mal Kommentare lesen. Ich habe jetzt schon den Helm gemacht und bin jetzt gerade dran erklären, wegen der Kopf-Hautfarbe. Sonic hatte ich auch mal vor, Dings zu bauen. Wer ist da? Ah ja, Dr. Egghead. Musste ich mal machen, hatte ich auch mal ein Bild gemacht. Diddy Kong wäre auch mal cool. Ey, ich hoffe, es gibt Deadpool-Sets dann, wenn Deadpool ins MCU kommt. Das wurde auch schon festgelegt, dass der ins MCU kommt. Und dann werden schon die Chancen höher, dass der ja eigene Sets bekommt. Ob ich Lego Photography mag? Ja, finde ich eigentlich ganz nett. Aber es ist halt nicht so mein Fall. Ich konzentriere mich halt lieber auf die Figuren. Ja, es gibt sau viel Farben bei Lego. Nein, die 501. Klone, die haben Nougat-Köpfe.
Und die Farbe Dark Nougat gibt es nicht. Es gibt nur Medium Nougat, Light Nougat und Nougat. Also die haben Nougat. Ist so das Hellere. Aber ein bisschen dunkler als Light Nougat. Okay, hab die Kommentare durchgelesen, die aktuellen. So. Jetzt gehen wir ein. Medium Nougat Head. Medium Nougat Head. Bam. Sorry, ich kann nicht singen. Also, Medium Nougat ist halt so, ja, ist halt Hautfarbe und dann Head ist der Kopf. Und ich habe jetzt neulich herausgefunden, weil wenn ich jetzt Medium Nougat Head eingebe oder einfach Light Nougat Head, dann werden mir alle Köpfe angezeigt. Also auch irgendwie zum Beispiel von Bionicle-Figuren die Köpfe. Oder von Friends-Figuren. Das nervt total. Aber jetzt habe ich die schlaue Erleuchtung gehabt letztens. Wenn ich jetzt Stud hinten dran schreibe, dann werden mir nur normale Lego-Köpfe angezeigt, weil die halt noch einen Stud auf den Kopf haben. Also das ist ein richtiger Bro-Tipp. Ist mir letztens erst aufgefallen. Und weil es steht, weil es jetzt gehe ich mal auf Suche, dann werden uns alle Medium Nougat Köpfe angegeben. Angezeigt. Weil es ist da uns halt alles, jetzt werden alle Köpfe angezeigt, die halt das im Namen haben. Da wird uns immer der ganze Name angezeigt. Und das mit dem Start haben die nämlich auch. Ich guck hier, Medium Nougat. Also jetzt, ich weiß zum Beispiel nicht, was das hier soll. Die hat hier gar nichts zu tun. Das ist nicht Medium Nougat, das ist Light Nougat. Hier. Hier, Medium Nougat, Minifigure, Head, bla 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 bla, Hollow Stud. Aber das ist jetzt, guck, hier habt ihr die Merkmale. Aber es ist auch wichtig, die, okay, ich weiß nicht, ich mache immer in der Reihenfolge, es ist, glaube ich, ein bisschen wichtig. Medium Nougat, Head, Stud. Dann werden euch alle Köpfe angezeigt in der Farbe hier. 50 Stück gibt's. Und hier kann man auch anzeigen, 25 pro Seite oder... Ich mache es dann meistens höher, auf 100 pro Seite. Komm, aber, ja, da muss ich nicht immer so drücken. Und dann scrollen wir mal so einfach mal durch, was es da so gibt. Nein, ich werde nicht Dieter Bohlen. Ich kann nichts. Ja, Friends hat auch cool, viele coole Teile, aber die Köpfe, meine ich, die kann man halt nicht auf normale Figuren stecken. Also ich bestelle bei Brinklink nur bei Augustin Brothers. Einmal pro Monat. Wenn ich mein Gehalt benutze, den ich halt für die Posts machen auf Instagram verdiene. Aber sonst bestelle ich nicht auf Brinklink. Ich kaufe mir eigentlich immer nur Sets. Ich gebe doch selber zu, dass ich nicht singen kann. Also könnt ihr ruhig sagen. Ich sing scheiße, aber ich sing gern, ist mir egal. Okay, weiter geht's. So. Jetzt kommen wir, schauen wir mal zusammen, so, was ist durch. Mit einem blinden Auge. Nein. Ich sage jetzt aber nein, die ganze Zeit. Man muss halt auch ein bisschen so wissen, was man, wie man sich die Figur vorstellt. Man muss da ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, viele sagen kreativ, aber man könnte es auch so bezeichnen. Man muss so kreativ denken, dass man die Figur halt richtig umsetzen kann. Ja. Kein blindes Auge. Nein. Also guck zum Beispiel, das Gesicht hier würde ich, habe ich auch schon mal für einen normalen Klon benutzt. Ich finde, es passt. Wenn ihr das Gesicht seht, es sieht viel besser mehr nach Temuera Morrison aus, dem Schauspieler Klonkrieger und Jango Fett und Boba Fett. Also das ist so eigentlich so das Standard-Klongesicht, meiner Meinung nach, sollte es sein. Weil Nougat, finde ich, passt nicht so. Aber so ist es halt, wenn was Lego macht. Kein blindes Auge. Wir suchen immer noch nach einem blinden Auge. Schau mal, das ist der Kopf von Miss Marvel. Da kommt auch nächstens dann die Serie raus. Da freue ich mich auch schon drauf, das wäre ein bisschen cool. Ja, die Frisuren von Lego Friends, da habe ich nichts dagegen. Die mag ich, da gibt es auch voll coole, auch teilweise. Aber die Köpfe mag ich halt nicht so, weil die mir nichts bringen.
Okay, weiter geht's. Kein blinder Kopf. Der hat zwar blinde Augen, aber zwei. Das bringt uns nichts. Auch. Also ich, hier, ein paar haben auch das Gesicht hier für Hunter verwendet. Das ist von Two-Face. Aber ich finde es irgendwie etwas seltsam. Der zeigt einfach den halben Totenschädel. Ist nicht so mein Geschmack. Und das war's jetzt mit Medium-Nougat-Köpfen. Das war alles. Also Lego sollte schon mal was an ihrer Auswahl tun. Schau mal, das waren nur 50 Köpfe. Und davon ist einer Light Nougat. Lego sollte schon ein bisschen mal mehr Diversität in ihre Köpfe bringen. Dann hätte man auch mehr Auswahl. Also, und als nächstes würde ich jetzt mal bei Nougat schauen. Jetzt lösche ich einfach Medium Nougat raus und gebe Nougat Head Start ein. Schau mir wieder alle Köpfe an. Ich mache diesmal ein bisschen mehr Schnelldurchgang. Die sind so witzig, die alten Basketballer-Köpfe. Das ist wie, keine Ahnung. Da ist auch, wie heißt der eine deutsche Basketballspieler? Ach, geil. Ah, hier, Dirk Nowitzki. Da ist Dirk Nowitzki. Das war witzig. Oh, das ist auch so eine coole Figur. Raza. Ach, keine Ahnung. Von Diana Jones hab keinen Namen. Jetzt ein bisschen. Nein. Ach, okay, es ist Klongesicht, das ist Nougat. Das, was die 500 erste auch hat. Und hier ist noch Ken Jarrus. Also ihr habt gesehen, hier gibt es auch niemanden, der nur ein blindes Auge hat, wie halt Wrecker. Der hat halt zwei blinde Augen. Und jetzt gehen wir zu Light Nougat. Jetzt gebe ich einfach mal ein Light Nougat Head Start. Und dann seht ihr mal, was kommt. Also ich bin gerade dabei, Wrecker zu bauen. 876 Ergebnisse. Das will sich doch niemand antun, alle Köpfe durchzugehen. Deswegen braucht man jetzt bessere Stichwörter. Also jetzt, wenn ich zum Beispiel wieder mit einer Brille wollte, dann müsste ich Glasses eingeben. Noch Medium Nougat Head Glasses. Also Brille, Glasses. Nein, ich wollte nicht drauf gehen. Und dann gibt es auch noch, die Köpfe haben auch verschiedene Augenbrauenfarben. Dann könnt ihr auch eingeben, Light Nougat Head. Hier, Medium Nougat, okay, nein. Light Nougat Head, Black Eyebrows. Dann kommen alle Figuren, die schwarze Augenbrauen haben. Ist genauso, wenn man schreibt, Brown Eyebrows. Dann kommen die mit braunen Augenbrauen. Oder Nougat Eyebrows. Eyebrows. Ich kann keine Aussprache. So. Ja, und dann gibt es halt so verschiedene Charakteristika auch, so wie also Bart. Dazu schreiben Light Nougat Head, Beard. Oder wenn er eine spezifische Farbe will, Light Nougat Head, Black Beard. Oder Brown Beard. Ja, so zur Info. Und jetzt wollen wir aber ja eine Figur mit einem blinden Auge. Ich hoffe, jetzt habe ich es noch richtig im Kopf. So, Light Nougat Head, Blind, also Blind. Ah, ja. Schreibe ich dazu. Und dann sehen wir, was da so kommt. Ja, der Kopf von der Wolf, der wäre auch cool. Das ist ja auch ein Klonkopf. Aber
Der hat halt den alten Clone Wars-Style. Ich mag den zwar voll, aber ich weiß nicht genau so, ob der passen würde. Wir sehen jetzt einfach. Okay, da kommt. Guckt, jetzt wird einfach nur der angezeigt. Das ist jetzt der Kopf von Cornelius Evazarus. Irgendwie, den von der Mos Eisley-Kantina. Den habe ich nicht auch benutzt gehabt. Ich weiß, das Auge ist zwar auf der falschen Seite, aber ich finde es eigentlich ganz passend. Und ich wollte es halt auch ausprobieren. Aber. Weiß ich, wenn nur Blind eingibt. Ich habe vergessen, was man eingeben muss, damit auch Wolf kommt. Nein, da kommt auch nur der. Ich habe mir halt das Bricklink jahrelang, okay, jahrelang, stimmt doch gar nicht. Okay, ist schon über ein Jahr halt, habe ich mir angeeignet, mein Wissen, deswegen, ich bin da etwas geübter drin. Nein, den Wolf, Kopf von Captain Rex erzählen will ich nicht auf jeden Fall. Der hat nämlich noch einen Bart und sieht etwas. Ja, das sieht so aus. Der hat einen weißen Schnauzer, das passt nicht wirklich zu Wrecker. Da finde ich den von Cornelius Evazarus besser. Der hat wenigstens nur so Bartstubbel. Dann hier ist der normale Rex. Der passt zwar, aber der hat halt die großen Augen und irgendwie passen die sind halt ein bisschen outdated, würde ich mal sagen. Ich mag die zwar, aber ja, passt halt nicht mehr richtig. Man könnte ja auch mal Old Style Bad Batch machen und nur so alte Klonköpfe nehmen, dann würde ich den nehmen. Aber der andere ist halt ein bisschen, ja, frischer, neuer. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Also ich kenne nicht jedes Teil, aber ich kenne viele Teile. Weil dadurch, dass ich so viel Zeit schon auf Prickling verbracht habe, habe ich schon sehr viel gesehen. Auch echt weirde Teile, die man sich nicht sehen, wenn man nicht sehen will, weil es einfach so komisch ist. Es gab so viele so komische Themenbereiche. Aber jetzt mach mir mal mit dem Schulterpanzer weiter, würde ich mal sagen. Also ich wechsle mal wieder kurz ein Vergleichsbild. Achtung, nicht erschrecken. Nein, das wollte ich nicht. So. Also, beim Schulterpanzer gibt es auch verschiedene Farben. Also es gibt ja, ihr habt es ja eben gesehen, die Farbtablette. Also ich würde sagen, der ist Perla Gray. Also das perliges Dunkelgrau. Komisch übersetzt. Pearl Dark Grey. Und so werden auch die neuen Figuren sein. Ja. Und jetzt schauen wir einfach mal nach dem Pearl Dark Grey Schulterpanzer. Würde ich sagen. Wieder zu Bricklink. Achtung. Und drehen. Auf die Frage, ob ich weiß, wann Brick Stories Museum eröffnet wird, das ist ja jetzt im Aufbau erst. Es dauert bestimmt noch mehrere Wochen, bis es fertig ist. Ihr habt es ja gesehen, er hält ja euch immer auf dem Laufenden mit dem Museumspart-Videos. Und bis jetzt ist ja noch nicht richtig was drin. Ich weiß noch nicht, wann er vorhat aufzumachen. Also den Schulterpanzer von Wrecker aus dem Set, der ist richtig krass. Das ist ja auch ein neues Teil. Als ich den zuerst gesehen habe, ich war richtig verwirrt. So, hä? Wo sind die Schulterteile befestigt? Und dann habe ich erst so gesehen, dass da vorne noch so ein Teil ist. Ja. Ich bin gerade bei Wrecker, aber ich kann auch später ja einen anderen machen. Okay. Jetzt,
Warte, jetzt gehen wir erstmal wieder auf die Farbpalette, damit ihr auch die Farben seht, die es zur Auswahl steht. Also schau mal, hier, es gibt Light Blush Grey und Dark Blush Grey, beziehungsweise die Grautöne. Da unten die Pearl-Töne, die mag ich auch. Hier, Pearl Colors, da sind die Elite-Farben auch drin. Flat Silver ist wichtig, das ist cool, und Perlite Grey. Perlite Grey ist ein bisschen nicht so, ich glaube, ist auch älter. Und Pearl Very Light Grey gibt es eigentlich nicht mehr. Also die zwei Farben kann man vergessen eigentlich. Aber die zwei, Flat Silver, Perlite Grey ist wichtig. Und jetzt gehen wir einfach mal oben ein. Pearl Dark Grey. Wichtig, Grey mit A. Es gibt ja amerikanisch-englisch und British-English. Und da wird es verschieden geschrieben. Einmal mit E, einmal mit A. Und aber man muss mit A schreiben. Pearl Grey. Und jetzt Schulterpanzer auf Englisch ist Shoulder Armor. Shoulder. Meine Rechtschreibung ist auch... Okay, auf der Mini-Tastatur ist ein bisschen schwierig. Armor. Pearl Grey, Shoulder Armor. Suchen. Ja, der Helm von Tech ist auch richtig cool von Bad Bashet. Ich finde es halt nur schade, dass der wahrscheinlich nicht kippbar ist. Also man kann das Visier wahrscheinlich nicht bewegen. Ist auch ein bisschen doof. Sieht zwar cool aus, aber ja, dann ist halt keine richtige Funktion dann. Aber mal schauen. Ich hoffe einfach, man kann es bewegen. The Falcon and the Winter Soldier fand ich auch gut. Ich bin ja allgemein ja auch Marvel-Fan. WandaVision war sehr gut und Falcon and the Winter Soldier auch. Vor allem ja auch das Ende. Ja, die zwei Bad Bitch-Folgen habe ich schon gesehen. Ja, bei den vielen Farben kann man schon leicht einen Überblick verwirren, aber ich habe zum Glück die meisten in meinem Kopf gespeichert jetzt, aber nicht alle. Die alten, die ganzen nicht, die alten, ne? Die sind zu unpraktisch, deswegen merke ich mir die nicht. Okay, jetzt gehen wir auf Parts wieder und schauen mal, was es da so Schönes gibt. Ja, da kommt auch... Schau mal, jetzt kommt auch hier zum Beispiel so scheiß Bionicle-Zeugs. Okay. Sorry, kein Scheiß, aber das will ich jetzt nicht sehen. Dafür interessiere ich mich jetzt gerade nicht im Moment. Ich will ja einen coolen Schulterpanzer für meinen Wrecker haben. Da kann man was anderes noch machen, das ist ein bisschen komplizierter, aber bei 25 Teilen, da kann man auch kurz durchscrollen und sich geben. Also der ist zwar cool, aber ist nicht bulkig. Wir wollen ja was Cooles haben für Wrecker. Ja, dann werden auch manchmal, wenn die Rüstung haben, Torsos auch angezeigt. Und wir müssen auch bedenken, der Helm muss draufpassen. Ja. Der ist zwar cool hier, von Batman ist der Torso, warte, ich kann draufgehen, dann ist die Overhaul, der ist zwar cool, und der sieht auch so ähnlich aus wie der neue jetzt, aber da passt der Helm, glaube ich, nicht richtig drauf. So, jetzt kommen wir mal weiter. So, der ist zwar auch cool, aber da passt der Helm auch nicht drauf. Und okay, auch ein bisschen zu lang. So. Der ist schon besser hier. Das ist auch der, den ich benutzt habe für Wrecker. Das Problem ist halt auch nur, wir scrollen jetzt mal weiter durch und schauen uns noch den Rest an. Okay, das war's schon. So, das ist der, den ich genommen habe. Aber das Problem auch später ist, der Helm passt da nicht wirklich ganz drauf. Der ist leicht... wird er davon angehoben. Aber auf dem Bild erkennt man es nicht wirklich. Ja, aber der neue Helm wird da auf jeden Fall drauf passen, der Iron Man Helm. Der passt auch viel besser von der Form her. Aber wir haben ja keine Wrecker-Figur bis jetzt, deswegen müssen wir es so machen. So, ich nehme jetzt den hier und jetzt muss ich halt schauen, aus welchem Set er ist. Und da sieht man es hier, den Schulterpanzer gab es in 22 Sets und 23 Figuren.
Books, ja, halt zwei Bücher. So, jetzt schaue ich dann meistens nach verschiedenen. Ich gehe jetzt auf Minifiguren mal. Und dann werden mir hier alle Minifiguren angezeigt, die den Schulterpanzer haben. Das ist einfach alles nur Nexo Knights. Ja, und jetzt kann man hier auch oben bestimmen, wie dies angezeigt wird. Liste kann man total vergessen, da sind keine Bilder dabei. List with Images ist schon besser. Da sieht man so die Bilder an der Seite. Aber wenn es halt richtig viele Teile sind in der Farbe, dann gehe ich auf Summary, das ist Zusammenfassung. Okay, warte mal kurz, wartet mal kurz. Ich fand Wonder Vision besser als Falcon and Winter Soldier. Die sind zwar beide fast gleich gut, aber Wonder Vision ein bisschen besser. Ich weiß, viele sehen es anders, aber ich fand es ganz cool. Ich weiß es nicht, wie viele Farben es bei Lego gibt. Das ist ein bisschen schwierig. Ey, aber bitte nicht spammen, Jens und Marat LP, okay? Ich versuche ja zwischendurch immer die Kommentare zu beantworten, aber sonst beschweren sich wieder welche. Ja, ich komme ja nicht voran. Was ja auch stimmt. Also, jetzt sind wir auf Summary. Und dann werden es uns alle Farben angezeigt, in denen es diesen Schulterpanzer gibt hier. Hier, oh, Dark Azur ist eine schöne Farbe, aber das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen jetzt Pearl Grey. So, hier sehen wir Flat Silver und Pearl Grey. Gab es. Dann gehe ich auf Pearl Grey. Hier sehen wir schon, in zwei Figuren hatten den Schulterpanzer. Und jetzt sehen wir so hier, welche Figuren. Und ja, es ist Robin. Oder, ja, Robin Underwood. Jetzt schaue ich mal bei beiden Figuren so, in welchen Sets die vorkamen. Da. Der war, glaube ich, aus irgendeinem großen Set. Das ist. Ja, die Next Night Sets habe ich eigentlich nicht viel gehabt. Ah, ne, der war aus. Ah, der war aus so einem Folienpack. So, aus so eins, die es in Magazinen gibt. Und der andere. Schauen. Das sieht schon krass aus. So mit dem Helm der Panzer. Kann man nichts sagen gegen Nexon, finde ich. Der kommt jetzt aus so einem größeren Set. Das habe ich natürlich nicht, aber gönnt euch mal die geile Schlangenfrau hier. Also, ja, ihr wisst, was ich meine. Die hat voll den coolen Schwanz hier. Nexon hat schon krasse Monsterfiguren. Und coole Mechs. Aber ich bin ja eher so auf die Figuren aus. Aber jetzt gehen wir ja zurück. Ich habe das Set nicht, also habe ich auch den Schulterpanzer nicht. Okay, kurze Frage. Ramhammer, keine Ahnung. Sorry. Also mein Gesicht werde ich nicht vor einem Bildschirm zeigen. Aber wenn ihr mir mal begegnet. Dann habe ich nichts dagegen. Ich habe halt nur mein Gesicht nicht vor, mein Gesicht vor der Kamera zu halten. Dafür bin ich zu, ihr wisst schon, unfotogen ist das Wort. Aber ja, ich glaube, das kann man dafür anwenden. Aber wenn ihr mir zum Beispiel beim Lego Store Eröffnung irgendwann begegnet in Stuttgart, wenn es hoffentlich irgendwann mal so weit sein wird, oder bei der Eröffnung von Brixtor sein Museum. Wobei, wo ich halt auf jeden Fall auch dabei sein werde. Dann habe ich ja nichts dagegen, wenn ihr mich seht. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Figuren ich im Stream bauen werde. Ich. Ja, mal schauen. Ich streame auch schon fast eine Stunde. Muss ein bisschen schneller vielleicht machen, wenn wir zwei hinbekommen wollen. Wenn nicht, können wir. Ich will. Wie wäre es so? Wir machen irgendwann ein anderes auf. Vielleicht nochmal ein anderes. Außer ich habe halt lange hoch, weil. Ihr wisst, meine Stimme ist letztes Mal abgekackt. Hoffentlich passiert es nicht wieder. Ja, sorry an Nightwolf. Ihr wisst, was ich meine. Also, The Bad Batch ist auf dem Level von Clone Wars. Clone Wars ist aber halt schon Elite.
Aber Bad Batch ist schon, eigentlich finde ich, Bad Batch ist einfach Clone Wars Staffel 8. Deswegen ist eigentlich schon gleich gut. Special. Ich krieg doch keine 100k hier auf YouTube. Ich will halt euch nur ein bisschen unterhalten, aber mehr eigentlich auch nicht. 100k. Sorry. Also zum Brixton Museum. Ich weiß nicht, ob ich was dazu erzählen darf. Wenn ich überhaupt was dazu erzählen könnte. Weil eigentlich weiß ich fast nichts. Ich weiß eigentlich auch nur das, was ihr in den Videos seht. Ja, jetzt machen wir weiter. Also, ich muss nochmal zurück. So. Die Figur hier, die kam ja hier aus dem einen Polybag-Heft. Das hatte ich mir zum Glück mal, ich hatte mal bei eBay Kleinanzeigen, bei irgendeinem Typ, ganz von den Polybags aus dem Heften gekauft. Da war zum Glück auch das dabei, deswegen habe ich zum Glück den Panzer. Der ist nämlich auch schon praktisch, aber war ich mir nur ein Zufall glücklicher. So. Aber jetzt sind wir soweit und kommen jetzt zum Torso. Also ich streame auf jeden Fall noch so lange, bis die Figur fertig ist. So. Jetzt müssen wir wieder aufs Vergleichbild schauen. Und zwar, da sehen wir, der hat so einen markanten roten Strich auf dem Brustpanzer. So wie die anderen auch. Und zwar habe ich dann, und wir sind ja, wir haben ja den Pearl Dark Grey Schulterpanzer schon gemacht und darunter ist ja schwarz. Deswegen würde ich einfach sagen, schwarzen. Eigentlich Pearl Dark Grey, alles wäre cool. Aber ich habe ja auch schon die anderen gebaut mit so einem bestimmten Torso und da habe ich die auch schwarz gemacht, weil der halt richtig gut passt wie einen roten Streifen. Deswegen schauen wir jetzt mal nach dem Torso, die mir darauf kommen. Warte mal kurz. Ja, mit mir kann man auch Fotos machen, wenn ihr das überhaupt wollt. Wir werden eh wahrscheinlich was tragen, wenn es sowas, wenn das Brickstory Museum aufmacht. Ich glaube nicht, dass das irgendwann mal enden wird. Hi, Olaf Snow. Wie meinst du es mit neue Lego-Lizenz? Wahrscheinlich neue, die es gibt. Ja, wahrscheinlich irgendwie. Von der alten Serie, wahrscheinlich Gravity Falls oder so. Oder von irgendeiner coolen Serie, wo man halt viele machen kann. Also weiter geht's mit dem Torso. So. Jetzt, wir wollen wissen ja, der Torso ist schwarz. Also, wollen wir schwarz, also Black. Torso. Torso ist halt der Oberteil. Das haben wir auch auf Deutsch. Also ich sag's oft, ich sage eigentlich immer nur Torso. Ich sag nicht Oberkörper. Also wenn ich von Figuren rede. Black Torso. Und jetzt wollen wir so halt, dass die rote Markierung zu sehen ist. Red. Und dann schreibe ich, wenn irgendeine bestimmte betrogen haben soll, einfach noch Pattern. So. Muster. Und das Dumme ist, bei Bricklink, weil das Zeichen hätte, das mal suchen. Das Dumme ist jetzt, wenn ich jetzt das eingebe, dann werden uns hier schon mal 254 Teile angezeigt. Weil, und das jetzt kommt das Dumme, uns werden die Torsos ohne Arme angezeigt und mit Arme. Aber, ich weiß nicht, wer von welchem das ist. Okay. Dann machen wir einfach Black Torso Red Pattern und schreiben dahinter noch Arms. Arme. Denn dann werden uns nur die Torsos angezeigt mit Armen. Weil die Torsos sind ja gedoppelt. Einmal ist da immer ohne Arme drin, einmal mit Armen.
Aber wir wollen ja halt nur alle einmal sehen. Und schau mal hier. Halbiert schon. So, jetzt haben wir weniger Arbeit. Ist aber trotzdem immer noch ein Stück. Und jetzt heißt es eigentlich nur durchgehen. Und das immer bei mir. Deswegen dauert es immer, ist halt so anstrengend, immer was Gescheites zu finden, ne? Weil es halt so viel gibt. Da gibt's, ich gehe jetzt einfach mal durch und schau, was es so gibt. Bei ihr. Da, da, da. Zu der Frage, ob ich am 4. Mai was gekauft habe. Natürlich. Ich wollte nämlich unbedingt den R2D2 haben. Den neuen, weil ich fand eigentlich schon damals den alten voll cool. Aber zu der Zeit war der halt nicht in meinem Budget. Sag ich mal so. Und jetzt wollte ich unbedingt den neuen haben, weil ich damals den alten nicht holen konnte. Und der neue sieht auch so viel schöner aus. Ach, ich freue mich schon, den zu bauen und hinzustellen. Aber ich muss auch mal Platz dafür finden. Erstmal. Das wird noch spaßig. Und dazu habe ich dann noch ein bisschen Steine und Teile, ein bisschen Zeugs bestellt, weil ich was vergessen hatte bei der Steine und Teile Bestellung davor. Und dann gab es ja natürlich das Homestead-Set dazu, das Gratis. Aber mehr habe ich auch nicht bestellt am 4. Mai. Das war mir. Der ganzen Zeit kamen Telegram-Nachrichten, das Angebot, das Angebot, kauft ihr das, bester Preis. Und ich so, jo Leute, ich hab keinen Bock. Ich wollte nur meine Lego-Bestellung machen und mehr nicht. Das war's dann. Ich habe dann einfach alles ignoriert an dem Tag. Und einfach nur noch, okay, morgens halt Bad Bad geschaut. Aber sonst war mir halt alles egal. Ich wollte nur mein R2D2. 200 Euro ist schon viel, aber dafür ist er. Ich, als der kam, ich glaube, der kam vorgestern an dann. Oder war es gestern? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der ist sau riesig, der Karton. Der ist so groß wie das, dieser, Freefall Tower von der 18 Plus Reihe. Ihr wisst, was ich meine. Ja, aber der Karton ist halt ein bisschen dünner. Das Boost-Set habe ich mir nicht gekauft gehabt damals. Kann ich nicht so beurteilen, ob die Figuren davon schön sind. War halt nicht so meine Kategorie. Ich bin ja halt eher nur Figuren. Wisst ihr ja wahrscheinlich. Kein Technik, kein irgendwas anderes. Außer Figuren. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Ich könnte was Dummes erzählen, mache ich aber lieber nicht. Ach nein. Okay, ich hatte. Ich glaube. Da muss ich doch was anderes eingeben. Ich gebe mal einfach den ein, den ich. Ja, also ich hatte halt die Dings gesehen, die Figuren, die Bad Batch. Und habe ich halt sofort an den Torso gedacht. Manchmal passiert das halt auch und dann schaue ich halt nach dem Torso und dann nehme ich halt den, wenn ich nichts Besseres finde. Auch. Weil zum Beispiel jetzt für Bad Batch hatte ich für alle den hier genommen. Weil der passt so gut wegen dem roten Streifen. Alter, schaut euch den roten Streifen an. Ich weiß, Detailverliebtheit nennt man so sowas. Und dann gehen wir mal drauf, auch rein aus Interesse, schauen wir mal hier. So. Schau mal, hier haben wir jetzt die Figur. Schau mal, falls ihr mal wissen wollt, halt wegen der Figur, da ist halt die Bricklink-Nummer, wie die halt auf Bricklink gelistet wird oder auf Brickset. Da ist der Name, in welchen Jahren die rauskam, aus wie vielen Teilen die besteht und wie viele Sets die gab, die Figur. Und jetzt kann man auch einfach hier unten auch einfach hier auf, da kann man schauen, wie viel es gerade zur Zeit vor Sale zum Verkauf gibt. Aber das interessiert uns nicht, deswegen gehen wir auf Minifig Inventory. So, und jetzt sehen wir, was die Figur für Teile hat. Und jetzt ist auch hier der gelistet. So, wie heißt der? Black Torso, also Star Wars SW.
Armor Sift-Tour Pattern, Black Ops. Ach, das ist jetzt, sowas ist natürlich dumm. Wenn eigentlich müsste nämlich Red Pattern zum Beispiel drinstehen, wenn er nicht von Star Wars wäre. Weil alle Star Wars Torsos haben halt noch SW und wahrscheinlich meistens dann auch noch irgendwie den Namen der Figur. Das ist halt ein bisschen, weil die haben immer nur einen bestimmten Platz, ein bisschen halt die Namen. Und dann werden halt so wichtige Teils wie rote Bedruckung ausgelassen. Das ist halt ein bisschen nervig. Aber ich habe halt den gleichen Kopf gehabt, deswegen wollte ich den unbedingt nehmen. Und jetzt können wir auch schauen, wie viele Sets es denn gab. Wegen der Frage in die Omega-Figur bei Yat bespielbar, ich glaube, ist noch verfügbar. Weil ich hatte mir auch nicht bestellt, gab es heute Mittag und da ging es auf jeden Fall noch. Wahnsinn, ja auch 57 Stück ist ja schon einiges. Und die geben bestimmt Bescheid und man sieht es ja auch, wenn man auf die Webseite geht und da steht, dass nicht mehr verfügbar ist. Ich habe keinen Laptop, Leute. Ich kann es nicht am Laptop machen, ich habe nur mein Handy. Vielleicht erzähle ich noch später die dumme Story. Den Scout-Trooper-Helm hatte ich mir auch vorbestellt. Der ist auch letztens angekommen. Hatte ich mir bei JB Spielwaren auch bei einer anderen Aktion bestellt. Aber der Made Force Vorbestellaktion. Also, oh, da freue ich mich auch, den zu bauen. Der sieht so gut aus. Das ist eigentlich mein Lieblingshelm von den bisherigen, von allen. Okay, den gab es in drei Sets, den Torso. Stell dir mal. Aber so ein Sith-Trooper hat bestimmt jeder zu Hause rumliegen, wenn er Star Wars-Figuren sammelt. Die gab es ja in dem Battle Pack hier. Die sind schon, ich habe davon auch ein paar. Aber oh, hier wird auch mit der Darth Magus-Figur so geil. Aber okay, Torso haben wir jetzt. Aber wir sind ja nicht langweilig. Deswegen bei mir gibt es immer. Außer es passt nicht, bedruckte Arme oder Dual-Mold Arme. Also, falls ihr nicht wisst, was Dual-Mold bedeutet, das seht ihr jetzt. Und zwar, jetzt schauen wir uns nochmal Wrecker an. So. Seine Schulter ist schwarz, sieht man ja. Und ich finde, so vorne, weiter vorne ist grau. Und seine Hand ist wieder schwarz. Und okay, also hier sieht man es besser. Schwarz, grau, schwarz. Man könnte natürlich auch irgendwie Arme mit einer coolen Panzerung nehmen. Zum Beispiel, ich liebe die Black Widow Arme, die sind richtig geil. Die kann man auch saugut benutzen, für den auch zum Beispiel. Aber immer benutzen ist auch ein bisschen langweilig. Deswegen gehen wir jetzt mal ein, dass ihr mal seht, was du einmal bedeutet. Vielleicht wissen es ja auch einige schon. Ich komme mir gerade so vor wie in der Schule, wie ein Lehrer. Sorry. Ja, nein, Dual Modded bedeutet nicht zweifarbig. Es bedeutet es zwar, aber Dual Modded bedeutet, dass es aus zwei Teilen geschmolzen wurde. Also Lego-Teile werden ja aus Formen in Formen gegossen. Und dann wurden zwei verschiedene Farben in eine Form gegossen. Deswegen doppelt geschmolzen. Jupp. Okay. So. Aber jetzt gehen wir einfach mal ein. Wir wollen. Okay, erstmal zeige ich euch so, was kommt bei schwarzen Armen. Black Arm. Und wenn ihr jetzt wollt, irgendwie coole Armbedruckungen finden, dann geht ihr auf Black Arm und dahinter schreibt ihr Pattern. Also Muster. Dann werden euch alle Arme angezeigt, die eine Bedruckung haben. Das ist voll praktisch. Also in schwarz natürlich, weil ich schwarz davor geschrieben habe. Aber ihr seht ja hier, ah, das ist schon schwierig, da sind 109 Stück. Und dann manchmal werden auch Torsos angezeigt, dummerweise. Ja. Man kann auch, wenn man den Arm jetzt für beide Seiten haben will. Entweder kann man spezifizieren, eine Spezifikation vor das Pattern schreiben. Also keine Ahnung, Red Pattern, wenn man eine rote Bedruckung haben will.
Oder man macht jetzt so Black Arm Pattern und wenn man zwei Arme haben will, Pair. Paar. Dann werden eigentlich immer, weil die Arme sind immer als Einzel gelistet und als doppelt gelistet, als Paar gelistet. Und jetzt werden wir uns alle angezeigt, die als Paar gelistet sind. So. So. Seht ihr jetzt ein paar schöne Arme. Ich könnte einfach jetzt einfach sagen von jeder Figur, die der Arm ist. Ich weiß nicht, ich frage mich, ob ihr das wisstet. Ich weiß einfach von jeder Figur, halt von jedem Arm, woher die, welche Figur die hat. Sorry, dass ich angib. So, oh, die sind krass, die Arme. Die hätte ich auch gerne, aber die sind aus dem Lego Store Polybag. Ja. So. Die Arme sind auch krass, die sind auch unterschätzt. Die hat eine Minifigur, eine Feuerwehrmann-Figur. Feuerwehr-V. Aber hier, guck, die Arme sind schon cool. Die könnte man theoretisch auch für Bäcker benutzen. Aber das will ich nicht. Deswegen suchen wir jetzt nach anderen. Aber ihr seht auch hier, die Arme hier sind zum Beispiel auch dual moldet. Weil das zählt auch bei Pricklink als Pattern, also als mit Bedruckung. Das seht ihr jetzt auch hier alle zum Beispiel. Aber wir wollen jetzt, dass die Schulterblätter, also die Schulter schwarz ist und unten halt grau. Deswegen gehen wir ein. Erstmal Black löschen. Arm. Arm oder Black Sleeve. Sleeve ist die Schulter. Wir wollen jetzt einen Arm mit einer schwarzen Schulter. Dann werden uns jetzt alle Arme mit, sorry, weil ich das gehört habe, das war mein Bruder. Alle Arme mit einer schwarzen Schulter angezeigt, wenn wir es eingeben. Ich schau mal kurz, was ihr so geschrieben habt. Also ich baue, wenn ich Zeit habe, Mocs. Meistens, wenn für Wettbewerbe. Aber, oder halt kleinere Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr auch Figuren, meine Figuren als Mocs erkennt, anerkennt. Ja. Aber ich baue größere Mocs nur, wenn ich halt Zeit habe. Und das habe ich halt meistens nicht. Also nicht oft. mein Bruder hat gerade anderes zu tun, der. Was machst du gerade? Hey, was machst du? Hey, meine Schulbox. Was war einfach da drin? Ja, war das Alpokal und das Mikrofon auch da so lose drin, oder? Warte mal kurz. So, da bin ich wieder. Mein Bruder ist gerade was runtergefallen von mir und ich musste mich aufregen. Ja. Oh ja, die Cole RX-Arme, die sind so crank. Die habe ich ja auch letztens für meine Zeus-Figur benutzt. Die sind einfach transparent mit einer Feuerwehrdruckung. Die sind richtig krass. Okay, jetzt hier Black Arm Black Sleeve. Ich kann auch wieder Pair dahinter schreiben. So, jetzt sind es. Okay, in dem Fall bringt es jetzt nicht. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Manchmal ist es komisch. So, und dann hier, das ist genau der Arm, den ich haben wollte. Seht ihr es? Eine schöne schwarze Schulter und vorne grau. Sieht auch schön aus. Passt, finde ich, richtig gut für Wrecker.
den gleichen Arm gibt es hier auch mit der schwarzen Bedruckung noch. Aber ich finde es ein bisschen komisch. Komm, jetzt schauen wir uns mal, was es noch so gibt. Hier Frankenstein-Arme. Aber der Rest hier so weiß. Ja, das wollen wir halt alles nicht, was da noch sonst kommt. Das interessiert uns jetzt nicht. Du willst das nicht. Ja, ich will das nicht. Ich habe hier das Sagen. Okay, jetzt gehen wir. Wir wollen jetzt wissen, woher der kommt. Und schau mal, hier sehen wir gleich. Hier kann man auch die Farbe auswählen, wenn es ein Teil immer. Und aber wenn es ein Teil auch in verschiedenen Farben gibt, dann sehen wir es hier. So. Hier sehen wir jetzt verschiedene Farben, in denen es das Teil gibt. Und zwar werden es hier bei den Armen nicht die schwarz angezeigt, sondern halt das Grau, welche Farbe halt vorne ist. Welche Farbe der Arm hat. Hier ist halt Nougat, Medium Nougat und Gelb. Gibt's noch. Und jetzt schauen wir mal, welche Figuren den Arm haben halt insgesamt mit einem schwarzen Sleeve. So, jetzt werden alle angezeigt. Ja, ist ein bisschen erbärmlich. Lego sollte mal mehr Dual Modeled Arme herausbringen. Ach, hätte ich nur das sagen, oder? Jede Figur, die auch mit Arme, mit Bedruckung noch und Dual Modeled Beine. So, aber wir wollen jetzt von diesem schönen Kerl hier die Arme haben. Deswegen schauen wir jetzt, woher der kommt. So, der hat die coolen Arme hier. Das ist der Typ aus Serie 12. So, da steht es ja auch. Serie 12. Und den habe ich auch, deswegen. Achso, und wegen der Frage gerade eben, ob ich die Figur zusammenstecke. Nee, ich. Dann müsste ich irgendwie. Kann ich, krieg es nicht hin. Ich kann nur entweder ganz den Bildschirm teilen oder im Stream oder ganz nicht teilen. Und den Stream verlassen und so wäre wieder zu unkompliziert. Wäre zu kompliziert. Ich fange an, Scheiße zu, da man nicht merkst. Ich weiß, ich mache schon eine Zeit. Aber. So, jetzt haben wir die Arme. Und natürlich, anstatt der gelben Arme, geben wir schwarze Arme. Hände. Ne? Schwarze Hände. Die Arme und schwarze Hände. So. Also, für mich sind die Arme unbedruckt, die Dual-Modell-Arme. Weil es gibt auch zum Beispiel Poison Ivy, kann ich euch mal zeigen. Die habe ich jetzt auch heute von der. Die hat nämlich einen Arm unbedruckt und einen Arm bedruckt. Die sind ja auch dual-modelt, nämlich. Die sind richtig cool. So, gehen wir auf Poison Ivy. Auf den Torso. So, sehen wir es. Guck, ein Arm von der Figur ist hier unbedruckt, weil es sind ja zwei Farben. Und der andere hier hat noch so eine schöne Sternblumenbedruckung. Deswegen. Aber wenn man bei Bricklink einfach angibt Arm-Pattern, dann wird auch Dual-Modeled-Arm angezeigt. Aber das zählt für mich nicht als bedruckt. Die nächste Custom-Minifiguren-Serie kommt, weiß noch nicht genau, dauert noch ein paar Wochen auf jeden Fall. Es wird Star Wars, mehr kann ich dazu auch sagen. Ja, gibt keinen Sinn. Ich arbeite im Edeka bei mir. Zweimal pro Woche als Aushilfe. Und in der Pizzeria. Man muss auch irgendwie sein Lego bezahlen können. Aber in der Pizzeria arbeite ich nur einmal pro Woche. Ich habe halt kein... Ja, ich weiß, YouTube Money kann man gut verdienen, aber ich habe da keinen Bock drauf. Ich will Instagram Money. Geht aber nicht. Jetzt bin ich voll verarscht. So, wo waren wir? Ah, ich wollte jetzt wechseln. Noch jetzt schauen wir nach dem Bein von Wrecker. So. Also, was erkennt ihr? Also ich würde sagen, die haben eigentlich die gleiche Farbe wie der Schulterpanzer, da ich ja gesagt Pearl Dark Grey. Pearl Dark Grey. Aber
Der ist auch, sieht auch ein bisschen nach dunkelgrau aus. Ist halt schon schwierig, dann zu entscheiden. Man muss halt auch schauen. Ah, was habe ich jetzt genommen? Ah, die. Die waren nicht schlecht. Ich muss jetzt schauen, was man will. Ich könnte jetzt die Beine zeigen, wie ich auf die gekommen bin. Oder ich hatte nicht auch andere Beine im Kopf gehabt. Das Dumme ist nur, die hat immer noch Prickstory, deswegen konnte ich die nicht benutzen. Deswegen musste ich umplanen. Ich zeige jetzt mal, wie ich, welche Arme ich ausgewählt hätte. Welche Beine okay, ich ausgewählt habe, aber nicht nehmen konnte, weil sie Prickstory hat. Also. Gehen wir zurück. So, tschüss, Ramhammer. Ich mache dann dann auch Schluss. Wir sind ja auch schon beim Bein. Also, jetzt sind wir beim Bein. Und ihr habt gesehen, wir wollen jetzt wieder Pearl Dark Grey Beine. Pearl Dark Grey Beine ist auf Englisch Legs. Legs. Und jetzt gehen wir einfach ein, was dann alles kommt. So, 35 Beine gibt es da. Aber was ich jetzt eigentlich machen würde, man könnte bei so einer kleinen Anzahl auch schauen, aber der hat nämlich Knieschützer, Wrecker, so wie der anderen, glaube ich, auch. Und Knieschützer ist auf Englisch Kniepads. Und so kann man seine Suche verkleinern, also was man angezeigt bekommt. So, jetzt sind es zwei angezeigt. Die sind schon nicht Beine. Aber mich stört hier halt ein bisschen das Flat-Silver hier drauf. Und die Tatsache, dass ich die Beine nicht habe. Die waren, sind aus der, von der Batman-Figur aus dem fahrbaren Batmobil da. Da war leider eine exklusive Batman-Figur drin. Deswegen, ich habe die zwei Beine nicht, deswegen müssen wir jetzt anders angehen und gehen zurück und schauen alle Pearl Dark Grey Beine durch. Es waren ja auch nicht viele, deswegen nicht schlimm. Man muss halt immer einschätzen, was man macht. Warum bekommt man kein Geld von Insta? Wieso denn? Sag mir es bitte. Ja, Englischkurs, aber nicht Englischaussprache. Dafür bin ich nicht geeignet. Gehen wir mal durch. So, nee, nicht so meins. Wir wollen ja Knieschützer noch ein bisschen. Merkt euch die Beine, die werden später wichtig. Ja, weiter durch. Schau mal, was gibt es alles hier so komische Beine? Warum sind die alle Pearl Dark Grey und haben irgendwie einen Rock aufgedruckt? Ich finde es irgendwie unlogisch. Warum gibt es Pearl Dark Grey Beine mit einem Rock drauf? Wer hat einen Pearl Dark Grey Rock? Das ist mir ernsthaft. Warte mal. Oh. Ich musste mal kurz schauen, von wem die Beine waren. Oh, ich habe mich geirrt, die waren doch nicht aus dem Batmobil, da waren die anderen weiter oben. Ach, das waren die Beine, die ich benutzt habe. Leute, ich habe es gefunden. Stimmt. Okay, das sind die Beine, die ich nehmen wollte. Weil die haben nicht wirklich guten Kniepads und hier coole Fußbedruckung. Aber was mich halt gestört hat, ist jetzt hier zum Beispiel die Hüfte. Dazu kommen wir gleich, aber guck, jetzt hier sehen wir, die hat so eine coole Batman-Figur. Die gab's, was war das jetzt, die war aus, nee, die gab's in so einem Minifigurenheft und noch in so einem anderen Set mit den Talon, glaube ich. Oh ja, oh, das Set muss ich mir auch noch holen, da ist noch so ein cooler Hund dabei. Oh,
Schau mal, die Talon-Brüder oder so. Cool. Voll die coolen Gesichter. Na, muss ich auch mal schauen. A Bad Dog. Ja, von der Figur nehme ich jetzt die Beine. Weil, ihr wisst ja bestimmt, achso, hatte ich ja eben gar nicht gesagt gehabt. Also, wenn ihr einen Torso von der Figur habt, ihr wisst ja bestimmt, man kann die Arme rausmachen. Aber das müsst ihr vorsichtig machen. Und bei alten Figuren ist es unratsam. Habe ich zum Beispiel mit einer Hobbit-Figur gemacht, aber psst, nicht Backstory sagen. Oder warte, ich habe es euch schon gesagt gehabt. Mit einer Zwergfigur, einer teuren, habe ich die Arme rausmachen. Und dann ist der Torso durchgebrochen. Das war schmerzhaft. Also nicht mit alten Figuren machen. Vor allem nicht mit braunen Torsos und dunkelroten Torsos. Unratsam. Aber bei neuen Figuren kann man die gut rausmachen. Dazu so von mit den Fingern leicht packen und zur Seite halt ziehen leicht. Halt hinherbewegen, würde ich sagen. Und man kann auch die Beine von der Hüfte trennen. Nämlich, das wird jetzt wichtig, weil, schau mal, das wollen wir doch nicht bei Wrecker, diese komische Goldbedruckung. Deswegen gehen wir jetzt zurück und schauen bei den anderen Beinen, was die so für Hüften haben. Dass wir vielleicht von einem anderen Beinpaar die Hüfte benutzen können, damit wir aus dem Bein coole Beine machen können. Also coolere, dank der Hüfte. Gehen wir wieder hoch. Von Rittern von Rennen weiß ich nicht genau. Ich glaube, einer war auf jeden Fall von der Mos Eisley-Kantina, von so einem Kantina-Besucher, die Beine. Und die anderen waren, glaube ich, auch aus einem Solo-Set von so einem bösen Typi. Ich wollte den Torso von dem einen Zwerg für Kui benutzen. Der sah voll gut aus. Ging dann halt nicht. Bei Newt Gunray ist es eigentlich nicht so schlimm, der ist doof. Den habe ich gleich auch. Ja, den alten von Clone Wars. Okay, jetzt schauen wir so mal ein bisschen an, was die zu Hüften haben. Die Beine zum Beispiel haben irgendwie dunkelgraue Hüften. Finde ich ein bisschen komisch, aber da haben die keine dunkelgraue Color Grey Hüfte auch. Ja. Jetzt, wir schauen jetzt mal nur die Hüfte an, weil wir haben jetzt die Beine ausgewählt, aber nicht die Hüfte. Unpassend. Nein. Oh, die wären auch cool. Ah, die habe ich nicht. Alter, die Hot Rod-Figur, die ist so geil. Aus dem Avengers Tower. Ich habe mir den auch bestellt. Oh, ich freue mich schon. Die sieht so geil aus, die Beine. Mit Feuer noch drauf. Aber habe ich leider nicht. Weiter geht's. Schau nach dem. So. Das sind die Beine, die ich euch eben gesagt habe. Die haben schon coole Hüften. Deswegen habe ich die ausgewählt. Also falls ihr sehen wollt, auch wie das aussieht dann, wenn man die Beine, die Hüfte hier, man macht die Arme dann, die Beine raus und macht die anderen Beine drauf. Und die Kombination habe ich nämlich auch bei dem Striker benutzt, der auch in der Marvel Team F war. Deswegen hat ihn Brickstory. So, da seht ihr, wie das aussieht. Da habe ich jetzt die Hüfte von, ich zeige euch gleich noch, woher die ist, die Hüfte. Benutzt und die Beine von dem Batman. Sieht schon cool aus, die Kombination. Auf jeden Fall, ja. Deswegen, aber die meisten, wenn ich sowas mache, die würdigen das nicht richtig, weil die denken einfach, das gehört so zusammen. Ja. Werbung. Hopp, Werbung. Alle einkaufen bei Augustin war das. Nee, Scherz. Aber er hat wieder offen, Leute. Er hatte ja zu. Okay, doch kein Scherz, kauft ein. Werbung. So, jetzt wollen wir wissen, wo er die coole Hüfte ist.
ich habe nicht was gegen die Newt Gunray-Figur. Ich mag den Charakter von Newt Gunray nicht. Okay, jetzt eine Figur hat die Beine. Sieh mir mal, wer die hat. Ich weiß es natürlich. Und zwar, geile Figur. Also, warte, die habe ich glaube ich nicht, die Figur. Wir können jetzt auch schauen, weil auch von den Jago damals diese komischen Schlangen-Samurai, da hatten mehrere so gleiche, ähnliche Beine. Deswegen schauen wir jetzt mal. Ach, wollte ich mich verarschen? Okay, wir gehen zurück. Die Figur habe ich nämlich, glaube ich, nicht. Deswegen. Aber die Figuren hatten damals von den Jago-Schlangen alle die gleiche Hüfte. Soweit ich weiß. Die Schlangen-Samurai. Und da gab es auch noch mehr. So, ich glaube, die könnte es sein dann vielleicht. Oder war ich das gerade drauf? Nö. Jetzt gehe ich mal auf die da. Es ist von der anderen Schlangen-Samurai. Guck, die gab es jetzt schon in 7 Sets. 5 Figuren haben die. Und hat die gleiche Hüfte. So, dann kann man sich einfach einen von denen auswählen, falls man einen davon hat. Habe ich natürlich, weil Ninjago cool ist. Oh, das, also der Übergang ist richtig krass hier, von dem Torso zum Bein. Aber, so. Und, ja, muss man halt schauen, ob man eine der Figuren hat. Ja, und das war's eigentlich. So, jetzt wisst ihr, welche Figuren alle, von welcher Teile die Figuren sind. Außer, ja, da musste ich improvisieren, da habe ich dunkelgrau genommen für die Beine, weil es ja eigentlich auch so aussieht. Und ein bisschen schwarz, wegen halt, dass es nach Stiefel aussieht. Das ist von Spider-Man, also von Monkey Knight, Night Monkey. Es sind die Beine, falls jemand interessiert. Es ist auch voll krass. Ich habe einfach nur normal fotografiert, einfach da unten die Ringe von dem Helm, die leuchten einfach richtig krass. Ich weiß nicht wieso. Sieht ja cool aus. Ja. Was habt ihr so geschrieben? Danke, dass ihr jetzt auch respektieren lernt, was ich da mache. Aber leider sehen es nur 18 Personen. Aber wenigstens. Wie meinst du das mit Community-Posts als deine Insta-Posts machen? Dann kriege ich Geld. Meinst du hier auf YouTube oder auf Instagram? Also, wie entscheide ich, welche Figur ich baue? Also, das ist einfach immer verschieden. Hatte ich auch schon mal gesagt gehabt. Meistens einfach, nämlich habe ich einen Teil und das will ich benutzen. Oder jetzt wie zum Beispiel zu The Bad Batch, wenn da irgendwie ein neuer Charakter oder so vorkommt, dann nehme ich halt davon jemanden. Ja, zwischen Omega, Tarkin, Lamassur, was mir halt gerade zum Kopf kommt. Außer, oder wenn ich halt einen alten Film wieder mal neu anschaue, dann nehme ich vielleicht davon was. Aber ich halte habe hier auch einen Reservespeicher. Okay, halt Ideenspeicher auf in meiner Galeria. Der ist halt richtig voll da. Wenn ich mir mal nichts einfällt, dann schaue ich da einfach rein. Aber zurzeit versuche ich, möglichst viele Looney Tunes-Teile zu verwenden. Also Leute, falls ihr Ideen habt mit den Looney Tunes-Minifiguren, was ich da noch bauen könnte, aus den Teilen von den Figuren, so wie heute Mrs. Piggy, schreibt mir gerne auf Instagram, weil es ist schon schwierig, mit den Teilen neue Figuren aus den Teilen zu bauen, weil die halt schon etwas special sind, die Teile. Du meinst, wenn ich als Community-Posts meine Instagram-Posts mache, aber das halt, was ich noch meine Figuren mache, hochlade hier auf, als Community-Post. Dann bekomme ich dafür Geld, wenn es aber wahrscheinlich eine bestimmte Like-Zahl erreicht oder so. Ich glaube nicht, dass es viele sehen würden. Soll ich es mal probieren oder wie?
Ein paar haben ja auch kein Instagram. Ich überlege mir jetzt mal, ob ich vielleicht auch auf YouTube poste. Ah, die dumme Story soll ich dir noch erzählen? Ich weiß nicht. Okay, ich erzähle kurz die dumme Story. Meine Mutter kauft einmal pro Woche Eis ein, weil ja halt immer Sonntag nachmittags Eis gibt dann. Aber sie hat den Fehler gemacht, dass sie das erste Mal Salzkaramell gekauft hat. Also ich weiß nicht, ob ihr Salzkaramell kennt. Einfach als Eis mit Karamellsoße und aber noch Salz drin. Sie hat den Fehler gemacht, dass sie das Eis gekauft hat, in Liter Packung. Ja, das Problem ist halt, das ist eine meiner absoluten Lieblingssorten. Rat mal, wer die ganze 1-Liter-Dose auf einmal gegessen hat. Richtig. Aber sorry, ich muss gerade selber drüber lachen. Ich habe einfach die ganze Eisdose leer gegessen, niemand was übrig gelassen. Ja, kann man sich mal gönnen. Ja, das war's. Ihr könnt mich ruhig auf Instagram anschreiben. Ich antworte auch immer. Mir schreiben auch ein paar manchmal so halt einfach irgendwas, wenn wir fragen mich halt irgendwas. Also ihr könnt mich ruhig auf Instagram anschreiben. Ich antworte meistens. Aber ich bin halt auch ein bisschen, ja, halt auch ein bisschen viel Stress, deswegen kann es dann auch manchmal ein bisschen länger dauern mit Antworten. Aber ich versuche halt meistens gleich zu antworten. Also ich bin nicht dünne und ich bin auch nicht richtig dick. Aber ich bin mittel. Aber mehr Richtung dick. Aber nicht dick. Gibt es Sinn? Nein. Also ich bin mittelmäßig. Ich bin mittelgroß und mittel. Ja, ich bin einfach Durchschnittstyp. Punkt. Also ich bin kein Spargel wie Brick Story oder Bob Brickman. Alter, die sind so dünn. Was? Keine Ahnung. Die müssen mehr essen. So wie ich. Brauchen auch 1 Liter Eis. Michael Jordan oder Kobe Bryant? Muss ich mal überlegen. Weiß nicht genau, ob ich die mal auch baue. Was ist Drabu? Ja, ihr könnt mir einfach gerade noch Fragen stellen. Ich baue keine Figur mehr heute. Meine Stimme ist ja halt, ist schon leicht gereizt. Und ich will dann noch was mit meinem Bruder anschauen. Also ich schaue auf YouTube eigentlich, wie gesagt, ich schaue eigentlich nur Brick Story hauptsächlich. Und dann halt noch so Marvel-Kanäle, Star Wars-Kanäle. Aber mehr ich auch nicht. Bob, Best Bob Story. Ja, einfach, ja, beide. Wer ist John McClane? Könntest du auch bitte antworten. Ich bin 20. 20. Ich schaue keine Gaming-YouTuber, sorry. Ich weiß auch nicht, wer Dom Tendo ist. Also, ich habe Brick Story schon mal getroffen. Der war schon mal hier. Hat mir Zeugs gebracht. Und ich habe mein Zimmer gezeigt. Was voll war. Trotzdem. Es war so witzig, als Brick Story die ganze Zeit so rumgefilmt hat beim zweiten Museumsvisit. Und dann einfach dann Zeit so bei Bob einfach nur so bis zum Hals gefilmt hat und einfach auch so man Skillen gesehen hat. Keine Ahnung. Ich komme aus Deutschland, genauer gesagt aus Baden-Württemberg. Ja, aus Baden. Gänse.
Dense mit der Gänse. Niemand geschrieben. Niemand. Habe ich gesagt. Ja, ich kenne Star Wars Story, den Kanal. Schaue ich auch ab und zu. Aber ich schaue mehr Star Wars Basis. Ich finde Star Wars Story ist irgendwie, der ist zwar auch cool, aber ein bisschen arroganter. Der ist ja auch gut mit dem Held der Steine. Wie ich mit dem Bauen der Figuren angefangen habe, am Anfang Gesundheit. Also am Anfang, ich habe einfach, am Anfang war ich schlecht. Sag ich aber so, ich habe mich weiterentwickelt. Wenn man ganz runter scrollt, dann sieht man nur noch meinen allerersten Post auf hier auf YouTube. Und daran, an dem sieht man auch ein bisschen, wie ich halt früher gemacht habe, aber ja, weiß ich genau. Durch Erfahrung lernt man. Nice. Baden-Württemberg ist cool. Was ist der Zollernalbkreis? Lukas, was ist das? Ich weiß nicht, was der Zollernalbkreis ist. Ich verlasse eigentlich nie hier meine Umgebung, Karlsruhe. Ja, ich bin nicht so auf Achse. Karlsruhe. Also Mitte. Westen. Mein Bruder, nee, der stellt gerade netterweise ein bisschen Sachgrad auf eBay für mich ein. Auf eBay Kleinanzeigen. Aber er zerstört es nicht. Ihm ist nur was runtergeflogen. Der Zollernalbkreis ist ein bisschen weiter unten. So eigentlich in der Mitte von Baden-Württemberg. Was? Da. Unter Tübingen. Nice. Cool. Da wohnt auch einer in Karlsruhe. Aber ich wohne nicht in der Stadt, ich wohne auf dem Dorf. Dorfleben ist geil. Also kein richtiges Kaff, aber hier ist nicht so viel los. Sag es aber so. Aber es mag ich. City ist mir zu wuselig. Ich bin auch nicht oft in der Stadt. Hab zwar eine Bahnkarte, aber ach, zu viele Leute. Ich bin nicht so menschenfreundlich. Ja, keine Ahnung. Ich habe früher Akkordeon gespielt, aber das wurde dann so, ich habe keine Ahnung, 6 Jahre oder so, aber es wurde dann so zeitaufwendig und unser Dirigent, der hat so genervt dann irgendwann, ich hab den nicht mehr abgekonnt. Und jetzt spiele ich nicht mehr, weil ich keine Zeit mehr habe. Ich habe zwar noch mein Akkordeon, aber Instagram hat Vorrang, ich habe keinen Bock mehr auf Akkordeon spielen. Sindelfing, sag mir was. Auf eBay, ich verkaufe alte Sets, die ich nicht mehr brauche. Weil ich will halt nur die Figuren. Ich weiß nicht, wurde ja schon mal gefragt, ich habe als Hobbys eigentlich nur Lego und Essen. Ja, das war's. Außer irgendwie Filme schauen, okay, ich schaue nicht richtig Filme. Lego. Nee, ich sag dir nicht meine Adresse. Du kannst mich nicht besuchen kommen. Nee. Der eine hat geschrieben, wenn er nächstes Mal nach Karlsruhe kommt, kann er mich besuchen. Ihr wisst ja nicht mal, wo ich wohne, zum Glück. Oh, ich hätte auch gerne Werkstatt für sozusagen für meine Figuren. Aber ich brauche halt immer noch. Ich hätte gern so die Kleinteile-Magazine von Lidl eigentlich. Aber die kommen erst Ende August raus. Das finde ich voll scheiße.
Ich brauche die, zu meinen Figurenteile einzusortieren. Also, ja, jetzt kann ich ja noch über die Bad Batch-Folge von Dienstag reden. Da ist ja der Spoilerband schon geliftet. Also, die Folge von Dienstag, die fand ich schon cool. Vor allem, ich mag Omega auch. Diesmal was anderes, finde ich. Viele hatten sich am Anfang ja voll über die beschwert. Aber mir gefällt die Tatsache, dass die jetzt auch die Bad Batch halt auch ein Kind an Bord haben als Gruppe, als Gruppenmitglied. Ja, und Tarkin ist so doof. Ja, also, ich find's allgemein voll witzig und gut. Also, ich koche nicht oft eigentlich. Ich habe früher voll oft gekocht. Aber eigentlich, ich koche gerne. Was machst du denn? Was? Ich mache wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich bleibe wahrscheinlich dabei, hier so mal wieder irgendwann so ein Figurenvideo zu machen, jetzt wie heute. Oder mal, ich würde sagen, auch mal wieder ein Baustream. Mache ich auch den nächsten Community-Post, weil ich viele Sets jetzt neu bekommen habe, halt die eigentlich angekommen sind. Und dann bauen wir mal wieder was. Was schreibt ihr da? Ich schreibe alles so komisches Zeug. Ihr werdet mich nicht finden, mein Haus ist getarnt. Also ich habe ganz viele Lego-Kisten, aber die sind halt auch mit normalen Steinen, aber die sind nicht sortiert. Grüße an FN468. Hä? Eine Million Abis und Gesichtszeigen? Oder 2K ohne Gesichtszeigen? Natürlich Millionen Abis. So schlimm ist ja auch nicht, sein Gesicht zu zeigen. Ich habe halt nur einfach keinen Bock. Ich habe gerade eben schon beantwortet, wie ich das mit Figuren mache. Einfach, ich hole mir Inspiration von dem, was ich sehe, was ich schaue. Was ich mag. Ich habe halt keine Zeit zum Kochen. Aber es geht auch eigentlich so. Du musst nicht extra kochen kommen. Spezifisch Lieblingsfilm weiß ich immer noch nicht genau, aber Suicide Squad wahrscheinlich oder Avengers Endgame. Also ich bestell ja auch wegen der Versandkosten, ist mir zu kompliziert, auf Bricklink nicht so auf so was. Alter, ich bin dumm. Habt ihr mich die ganze Zeit verstanden? Ich habe nämlich die ganze Zeit ins Tablet gesprochen, obwohl ich am Handy den Stream habe. Aber ich schaue beim Tablet halt die Kommentare an. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt besser wieder. Weiß mich nicht genau. Also ich bestelle keine Teile bei Bricklink, nur bei Augustin Brothers. Und da ist der Versand eigentlich ganz okay. Ich glaube, ab 100 Euro, das ist der Versand auch kostenlos. Von dem her. Nee, Scherz. Ist er, glaube ich, wirklich so. Ich glaube, so 5, 6 Euro oder so ist der Versand, glaube ich, normal. Ja. Ich glaube nicht, dass Trickstory dir meine Adresse gibt.
Ich werde ihm auch nicht seine Dinge geben, obwohl jeder weiß, wo er wohnt. Ich hatte auch schon letztes Mal gesagt gehabt, Olaf Snow, falls jemand mir was senden will, kann er gerne wenn meine Adresse erfragen. Ich schreibe dir jetzt nicht irgendwo hin. Also halt einfach mich anschreiben. Oder wenn man kein Instagram hat, einfach unter den letzten Community-Post, dann sehe ich es einfach. Also, das ist ein anderes Thema noch. Brixtor Museum. Und zwar, ob ich was dafür baue oder halt wie mitmache. Also ich bin auf jeden Fall dann später angestellt, hat auch Brixtor schon gemeint. Dass ich, und ich werde auch helfen, es aufzubauen. Und die wollen ja eine City bauen, Leute. Und ich habe gemeint, er hat halt gefragt, was rein soll in die City für Themenbereiche. Und ich habe gesagt, Turtles, schwer das Hauptquartier. Mehr nicht. Also, ja, überlege ich mir noch, hat Brixtor gesagt, weil er halt Turtles nie gesehen hat. Also, es schauen zwar nicht viele zu, aber wir müssen Brixtor überzeugen, dass, und Bob Brickman, dass, dass von Turtles auch was in die City reinkommt, ein Gebäude. Und wenn ich zur Not das selber bauen muss, das mache ich dann. Weil ich liebe Turtles, deswegen soll da schon was drinstehen. In der City. Mega, ob die es mögen oder nicht. Ich will als die von Lidl nehmen, die Kleinteile-Magazine, weil ich schon davon 8 habe und weil die nur 8 Euro pro Stück kosten. Weil ich will nicht... Ja, ich will ja nicht bankrott gehen, weil so Kleinteile-Magazine sind halt auch schon teuer. Und ich warte eigentlich gerade auf die billigeren. Deswegen. Also ich baue jetzt gerade keine Figuren mehr im Stream. Ich beantworte gerade nur noch ein paar Fragen und wenn ihr keinen Bock mehr habt oder ich gar nicht mehr reden kann, höre ich dann jetzt dann auch mit ins Stream. Ich habe jetzt schon Raker eine Figur gemacht und vielleicht kommt ja irgendwann anders noch ein zweiter Teil mit einer anderen Figur. Ja, oh, ich liebe auch Chrome-Teile. Ich habe extra eine kleine Dose, in der ich alle meine Chrome-Teile sammle. Das sind nicht so viele. Aber ich mag sie trotzdem. Hi, Marc. Mark, Tomaten, Mark. Er hat gefragt, ob ich dich wenigstens grüßen kann. Nein. Ach so. Wenn du zu viel Freizeit hast, Nightwolf, dann such dir ein Hobby. Irgendwie. Ciao, Game Tar, the Boss. So, ihr könnt jetzt einfach mal die letzten Fragen stellen, dann höre ich jetzt dann auch auf. Schon. Ich frage mal, ob er Leute noch braucht im Museum, aber gerade zur Zeit ist halt ja nur Aufbau und so. Also weitere Sets zu Fantastic Beasts hätte ich nichts dagegen. Mir haben die Filme eigentlich gefallen. Es gab ja auch nicht so viele Sets.
Deswegen, es soll auch dann ja ein neuer Teil rauskommen irgendwann. Was stimmt da? Also von mir, welche Figur ich jetzt am liebsten mag, die ich gebaut habe, ich glaube, es ist tatsächlich jetzt der weiße Darth Vader von letztens. Der ist schon ziemlich sick, finde ich. Ich mag auch die Kombos, die ich benutzt habe für den. Ich habe tatsächlich schon Falcon als Captain America gebaut. Guck, da ist er doch. Warte, hier, da ist er ja. Die Kombination mag ich auch voll. Von den Beinen und Torso und die Arme. Und mir gefällt auch das der Bild für die Flügel, den ich gemacht habe. Falls euch interessiert, da habe ich auch Anleitung hochgeladen auf Instagram. Allgemein, ja. Folgt mir auf Instagram, falls ihr mir nicht auf Instagram folgt und falls ihr Instagram habt. Instagram ist Leben. Holt euch Instagram. Der Scherz. Macht's nicht, wenn es eure Eltern nicht erlauben. Oh. Ja, ich glaube, das war's jetzt. So. Also, euch noch einen schönen Abend und schönes Wochenende. Für mich geht's morgen weiter mit Arbeiten. Und macht's gut. Ciao.